Willkommen zurück zu Let's Play Soulweaver. Ich bin der Fahrer, das ist Raziel und sie ist Ariel oder so. Die Leichen in zu flachen Gräbern steigt Fäulnis an die Oberfläche. Jenseits dieser Säulen hallen die Schreie des geschändeten Opfers. Genau so. Wir werden jetzt hier einen dieser Säulen hochklettern und dort wird sich ein Gang befinden. Muss nur finden, welche Säule das war. Ja, lauf automatisch im Kreis, ach. Ne, es war hier gleich. Okay. Praktisch. So, hier können wir jetzt nach oben und dann gehen wir jetzt hier hinten durch und dann werden wir etwas finden, was unsere Grundfesten erschüttern wird. Glaubt's mir, Leute. Das wird nichts für schwache Nerven. Das ist zwei Türen. Gucken, ob ich hier lang. Rechts geht es. Nein, hier wollen wir glaube ich noch nicht hin. Ich denke mal, dass wir dort auch hin wollen, aber nicht jetzt. Ich denke mir, wir sind erst für die linke Tür. Ich erinnere mich, dass ich beim letzten Mal davon erzählt habe, dass ich gecheatet habe. Oder? Ich glaube, es ist egal, wo wir lang gehen. Yep. Ich glaube, es ist ziemlich egal. Kommt auf selber raus. Yep. Kommt auf genau dasselbe hinaus. Stirb. Renner. Brenner auch. Was? Nein. Gib mir Seele. Und nun zerspringen tausend Stücke. Hört ihr schon diese epische Musik? Also ich mag die Musik. Gebe ich zu. Ich finde die ist richtig gut. Richtig genial gut so. Passt doch schön zur Stimmung. Die alte Grabstätte der Seraphan. Einst war sie fest verschlossen. Jetzt aber, ausgeplündert während der Unruhen in Nosgoth, liegen ihre Geheimnisse offen da. Zur Zeit von Vorador, Jahrhunderte vor der Erschaffung Kains, kämpften die Seraphan-Kriegerpriester einen erbarmungslosen Kampf gegen die Vampirstämme Nosgoths. Beseelt von dem Wissen um die Gerechtigkeit ihres Kampfes, begingen sie unaussprechliche und wahllose Akte der Gewalt. Junge und Alte metzelten sie gleichermaßen dahin und dezimierten ganze Geschlechter in Novenen. Nun liegen ihre aufgebahrten Hüllen hier. Super. Ja, also hier gibt's Seraphan-Leichen zu bestaunen. Ob ich das glaubt oder nicht. Ich gucke erstmal, ob es noch was anderes gibt, bevor ich mich da durch dieses Türchen schwinge. Denn wie schon gesagt, wir werden etwas Schändliches in Erfahrung bringen. Schändlich. Ja, Portalding. Yay. Seraphane klingen auch nicht unbedingt nach. Zeitgenossen, mit denen ich etwas zu tun haben möchte. Auch wenn jetzt anscheinend die meisten tot zu sein scheinen. So wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass die Menschen, denen wir bis jetzt begegnet sind, Seraphane, Seraphine oder Seraphen waren. Ich meine, die waren mit zwei Schlägen tot. Komm schon. Die sollen ganze Stämme und Geschlechter ausgerottet haben. Lächerlich. Naja, mal schauen. Dann würde ich sagen, gehen wir durch das Türchen. Türchen. Na. Na.
Erkenne dich, Raziel. Eine vergessene Geschichte wartet dort auf dich. Erkenne dich selbst, auch wenn es dich vernichten könnte. Was? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Wow, 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 wow. Und jetzt wieder. Achso, ich muss ja schon wieder in die reale Welt wechseln. Komm zu mir. Hey, das ist ganz schön unfair, dass du hier rumstehst. Wolltest du mir schrecken, was? Bam. Nicht mit mir, kleiner Lakai. Bam, bam. Stirb. Und bleib auch tot. Das so kann's gehen, wenn sich mit mir anlegt. Ah, was wir wohl hier dahinter finden werden. Okay, als ich den Stein zur Seite zog, entwich aus der inneren Kammer die Grabesluft. Ich war nicht gerüstet für das, was ich jenseits dieser Schwelle fand. Diese Grabgewölbe, geschändete Särge von Seraphan-Heiligen. Sie trugen die Namen meiner Brüder und auch den meinen. Kains blasphemische Taten und ihre Ironie enthüllten sich mir mit einem Schlag. Waren meine Hände nicht genauso blutig wie diese? Schlimmer noch, ich hatte das Blut meiner Brüder vergossen, eben jener Kameraden, deren Grabstätten verwüstet vor mir lagen. Ja, Raziel, du warst Seraphan, geboren aus derselben Kraft, die deine Art fast vernichtet hätte. Noch bevor das Reich anbrach, wart ihr seine Auserwählten. Kain, Nosgoths alleiniger, selbsternannter Herrscher, plünderte diese Gräber und entführte euch aus der Krypta. Indem er euren Gebeinen seine vampirische Gabe einhauchte, ließ er euch als seine auserwählten Söhne wieder auferstehen. Okay. Welch schockierende Nachricht. Aber was viel schockierender ist, werde ich jetzt sehen. Wow. Blub. Jetzt fallen durch den Boden. Na, na, sag mal. Sag mal, muss mal. Ah, verdammt. Falsche Taste. Kacke. Naja, okay. Also Kain hat die Seraphane in Vampire umgewandelt. Das sind die heiligen Seraphan-Typen. Und ja, das ist eigentlich eine ganz kluge Taktik, würde ich sagen, oder? Würde ich nicht anders machen. Warum ist es abgekackt? Warum ist es jetzt schon wieder abgekackt? Ich dachte, ich hätte es. Wir waren doch so lange so gute Freunde. Naja, auf jeden Fall. Bam. Na, noch eine Zwischensequenz. Wer bist du denn? Meister. An mir kommst du nicht vorbei. Wer bist du? So tiefe Loyalität? Für einen, der dich wie einen angeketteten Hund diesen Vorposten bewachen lässt? Lebst du gut von den Resten, die er dir vorsetzt? Deine Beleidigungen werden nur bewirken, dass dein Tod umso qualvoller wird. Okay. Kain hat mich schon einmal getötet und nun schau mich an. Ich habe von dir nichts mehr zu befürchten. Ja. Prügeln wir die Hölle aus ihm raus. Bam. Und auch von ihm erhalten wir eine neue Fähigkeit.
bekommen wir die unglaubliche Fähigkeit, kleine Projektile zu verschießen. Dieses Relikt hat dir die Kraft verliehen, den Raum zu verdichten und zu manipulieren. Auch der Soul Reaver verfügt über diese Gabe. Konzentriere dich und schleudere einen Ball kinetischer Energie auf Gegenstände, die du sonst nicht erreichen könntest. Yeah. Ich muss nur sehen, wie ich das mache. Aber das ging so. Bio. Cool, oder? Okay, in dem Sinne würde ich dann sagen, danke fürs Zusehen. Begleite mich das nächste Mal wieder und ja, bis dann. Ciao, euer Derfer.